Yeah. Was geht ab, meine lieben Freunde? Euer Eni und herzlich willkommen zum 14. Last of Us Let's Play. Ja, meine lieben Freunde, tut mir leid, dass die Folge erst heute online kommt. Eigentlich wollte ich das Video schon gestern hochladen, aber ich habe auf unserem Hauptkanal viel FIFA wieder mal eine Legende in FIFA 15 gezogen. Und da musste ich mich richtig lange ans Pack-Opening ransetzen, damit das auch richtig gut wird. Und deshalb kommt das Video erst heute online. Eigentlich wollte ich das schon, wie gesagt, gestern hochladen. Aber dafür geht es jetzt hier heute weiter hier. Wir haben ja hier aufgehört, wo der Henry und der eine in der letzten Folge gestorben sind. Das ist echt schade gewesen. Deshalb, ja, war eine traurige Stelle, muss man ehrlich sagen. Aber Freunde, jetzt geht es hier direkt weiter. Es ist jetzt Herbst. Also stand ja Fall. Das ist Herbst. Der Typ hat neue Klamotten an, die Kleine auch. Und wir sind jetzt hier auf jeden Fall im Wald. Und jetzt gucken wir mal, was uns erwarten wird. Ab geht's! So. Wir sind hier im Wald. Im Wald mit den Hunden. Da ist ein Traktor, aber der ist kaputt. Hallo, warum sagen die denn nichts hier? Wo sind wir denn hier? Auf jeden Fall gefällt mir nicht so sehr das Hemd von dem Typen da. Der hat nicht so den Style. Ach, so viel dazu. Mal ein Fernseher lauter hier. Wir folgen dem Fluss, dann kommen wir direkt zu Tommy. Okay, Tommy ist sein Bruder, war das, ne? Ja, okay. Ja, super. Sackgasse. Okay, Freunde, das war's vom Hinten. Nein, Spaß. Aber wo geht's denn jetzt hier weiter? Da stand gerade irgendwas, ne? Voll, da. Da lag was, perfekt. So, hier unten geht's runter, perfekt. Ja, Freunde, wir haben auf unserem Hauptkanal viel FIFA die 200.000 Abonnenten erreicht. Und dafür möchten wir euch auch vom ganzen Herzen bedanken. Hier auf dem Nebenkanal viel Gaming TV, der mittlerweile auch schon fast zum Hauptkanal geworden ist. Läuft's auch richtig gut. Was ist zwischen euch vorgefallen? Was meinst du? Du und Tommy. Ihr habt euch getrennt, also muss was passiert sein. Wir hatten ein paar Unstimmigkeiten, mehr nicht. Oh, wusste ich doch. Worum ging es dabei? Tommy hat seine Meinung, ich habe eine andere. Und darum war er bei den Fireflies. Ja, deine Marlene versprach in Hoffnung. Das hat ihm zunächst genügt, aber wie er so ist, hatte er bald genug davon. Wie war es bei eurem letzten Treffen? Ich glaube, seine letzten Worte waren, ich will deine verdammte Fresse nie wiedersehen. Ist klar! Der chillt einfach! Tja, ob mit oder ohne ihn. Wir schaffen das. Okay, ich glaube, da drüben geht's doch nicht weiter. Ich habe gedacht, wir müssen nach da drüben. Guck mal, der steht einfach. Das ist so eine fette Strömung und der steht da einfach. Mann aus Stahl, Alter. Normalerweise wird den die Strömung direkt wegtreiben, nach da ganz hinten und gegen den Baum knallen lassen, ey. Aber der hier, der ist komplett Rille, der Typ, ey. Ja, wie gesagt, nochmal großes Dankeschön für euren Support, Freunde. 200.000 Abonnenten auf viel FIFA. Hier jetzt mittlerweile schon fast 70.000, 60.000 haben wir geknackt hier die Tage. Das ist einfach echt krank, wie es einfach läuft momentan. Und möchte mich von ganzem Herzen bedanken. Ihr seid einfach nur die Besten, ey. Und auf eure Unterstützung kann man immer zählen. Und ich hoffe, in Zukunft wird es auch so weitergehen. Und ja, ihr habt euch ja gewünscht, dass ich ein Last of Us Night Let's Play wieder einstündig mache. Das wird auf jeden Fall auch noch kommen. Aber ich weiß nicht, ob ich das dieses Wochenende noch schaffen werde, weil diese Legenden-Packs auf viel FIFA, ne, die haben irgendwie alles kaputt gemacht, aber ich bin froh zu sein, dass ich diese, ich bin froh, dass ich diese Legenden gezogen habe. Da war ich da. Ich bin gerade aufgestanden, ey, Freunde. Ey, ich hatte gerade den heftigsten Traum vorhin, ohne Spaß. Guck mal, ey, ich habe heute bis 17 Uhr geschlafen, von 5 Uhr bis 17 Uhr, 12 Stunden durchgepennt. Oder sind das überhaupt 12? Ja, 17, 5 plus 12 sind 17, genau. Und soll ich sagen, was ich geträumt habe, Alter? Ich war mit ein paar Freunden im Schwimmbad gewesen, aber so ein Hallenschwimmbad. Dann waren wir in diesen Umkleidekabinen. Da gibt es ja solche Flure, wo man die Sachen im Spind einschließen kann, ne? Und da ist so ein Monster rumgelaufen an der Decke. Das war am Krabbeln gewesen. Kennt ihr diese richtig schnellen Monster aus Alien vs. Predator? Die so richtig ekelhafte Monster, die so machen mit ihrem Mund und sowas. Und wir haben uns davor die ganze Zeit versteckt, sind im Kreis gelaufen. Das Ding ist da überall rumgelaufen. Wir haben uns davor versteckt. Und am Ende des Traums hat mich das Ding aufgefressen, Alter. Und wisst ihr, wie ich das angefühlt hat, Alter? Oh mein Gott. Ich kann jetzt nicht in Worte fassen. Das hat sich so ekelhaft angefühlt, Freunde. Wow. Das ist nicht normal, ey. Du siehst, es ist ein altes Wasserkraftwerk. Ein Wasser was? Es nutzt die Strömung des Flusses und macht daraus Elektrizität. Wie macht es das? Ich weiß, was es ist. Ich weiß nicht, wie es das macht. Okay. Wie kommen wir darüber? Das ist mein Messer, Bruder. Wir machen die Tür auf. Okay. Aber nachher, ich rasiere euch alle. Gillette ab. Boah, was gibt's denn hier? Wieder eine richtige Vorratskammer hier, oder was? Perfekt. Zack. Noch einen Kasten Mehl haben wir da. Guck mal, ob wir was Neues herstellen können, Freunde. Guck mal. Ich kann auf jeden Fall schon mal ein neues Messer herstellen. Aber Freunde, ich liebe das Spiel. Ich wollte das schon unbedingt gestern hochladen, aber ich weiß gar nicht, ob vorgestern auch kein Let's Play kam. Also, ja, momentan läuft es nicht so regelmäßig auf viel Gaming TV. Dafür möchte ich mich aber auch entschuldigen, aber ich hoffe, wir können das irgendwie nachvollziehen wegen den Legenden-Packs auf viel FIFA. Weil die haben echt viel Zeit in Anspruch genommen und ich muss das Video echt top machen. Und ja, tut mir wie gesagt leid, aber was muss ich machen?
Was muss ich da machen? Ah, nach links drehen. Perfekt, okay. Dreh, dreh. Der dreht den Kopf mit dem Zylinder oder was? Der hat doch den Birne kaputt hier. Dreh, dreh. Ach, da braucht er lange dafür, Alter. Ich dreh schon den Controller so schnell, wie ich kann. Ja, ja. Tja, das war die Hälfte. Wenn wir das andere hochkriegen, gehen wir rüber. Ja, und wie machen wir das? Ach so, da ist die. Wie kommt die denn da hin? Hab ich gar nicht gesehen. Wir gehen mal kurz hier hin. Alter, das Wasser, die Wassergrafik ist so krass von dem Spiel, ne? Ich finde das unnormal, ey. Ja, Freunde, heute um 19 Uhr, da wird das Video schon auf jeden Fall online sein. Noch nicht online sein, das kommt erst um 21 Uhr oder so, denke ich. Aber auf jeden Fall, heute gibt es Ronaldo. Oh. Okay. Ich muss locker irgendwo hinschwimmen. Ich überlege mir was. Warte hier. Okay, dann muss ich da hoch irgendwie? Nee, ich muss die Kleine, glaube ich, transportieren, Alter. Ja, Freunde, ich kann das Let's Play heute nicht allzu lang halten, deshalb würde ich sagen, wir sehen uns einfach gleich wieder, wenn ich das hier gefunden habe, wie es weitergeht. Weil wenn wir jetzt hier die ganze Zeit rätseln, dann wird das die ganze Zeit fürs Let's Play drauf gehen. Deshalb sehen wir uns einfach gleich wieder, Freunde. Ah, guck mal. Unter das Wasser war so ein Holzbrett. Guck mal. Siehst du? Siehst du, Freunde? Ich hab's geschafft. Gefunden. Perfekt. So. Weil, guck mal, ich habe gerade die ganze Zeit alles abgeschwommen. Ich weiß. Steig auf die Scheißpalette. Ja, genau. Du musst jetzt da draufsteigen, Ellie. Komm, steig drauf, Süße. Guck mal, geht die noch richtig langsam. Ja, dann springt die noch drauf. Willst du da nicht direkt einen Kopfsprung oder eine Arschbombe durchmachen, wie ich durch den Ikea-Tisch? Ey, Freunde, ihr müsst euch meine Pack-Reactions reinziehen. Also, die nur unseren Zweitkanal Feel Gaming TV abonniert haben, ihr müsst mal auf Feel FIFA vorbeischauen. Dort habe ich einfach eine Arschbombe durch diesen Ikea-Tisch gemacht, Alter. Das war die beste Pack-Reaction, Mann. Ohne Spaß. Aber wie soll die Kleine das jetzt aufdrehen? Hat die die Kraft dazu? Da bin ich jetzt mal gespannt, Alter. Müssen wir jetzt mal gucken, ne? So. Also ich will das Let's Play auf jeden Fall so, denke ich, 20 bis 30 Minuten halten. Also es wird nicht allzu lange gehen. Weil ich muss unbedingt gleich um 19 Uhr noch die Packs auf. Na los, dreh das Ding. Öffnen. Weil es gibt Ronaldo 99 zu ziehen, Messi 98, Robben 96. Und damit das auf jeden Fall ein schönes Pack-Opening noch heute Abend auf viel FIFA online kommt. Perfekt. So, jetzt kann ich einfach nach da drüben schwimmen und dann auf die andere Seite krabbeln, ey. Ja, ich bin so müde, Alter. Der Traum war so krass gewesen, Alter. Ich bin aufgestanden, ich war am Schwitzen ohne Ende, Alter. Ich hab gedacht, oh mein Gott, bitte, was geht hier ab, ey? Hey, sei vorsichtig da drauf. Ich mach das mal ein. Wo geht's? Boom. Auf jeden Fall echt schade, dass in der letzten Folge... Teamwork. Ja, komm. Yeah. Aber die beiden verstehen sich so gut wie Vater und so, Tochter, ne? Ohne Spaß, ey. Der Typ hat ja vor 20 Jahren seine Tochter verloren. Wisst ihr jetzt noch, das ist der erste Let's Play von dem Spiel, Alter. Jetzt sind wir schon beim 14. Beim ersten, hat er einfach seine Tochter verloren. Das war so ein Gänsehaut-Moment, habe ich direkt die Tränen im Auge. Oh, ich hab Hunger. Ich weiß, habe ich auch. Das nächste Eichhörnchen muss man glauben. Noch ein Stück weiter und dann besorgen wir was zu essen. Gut, wenn ich verhungere, ist das deine Schuld. Gehen wir rein? Außenrum geht's nicht. Wir müssen durch die Fabrik. Ach du Scheiße, durch die Fabrik müssen wir. Hier liegt auf jeden Fall etwas. Wir schauen uns mal hier um. Zack, Schere. Karte des Kraftwerks. Gucken wir mal an. Die Karte des Kraftwerks. Ah! Eine Karte des Kraftwerks. Kraftwerk. Kraftwerks, mein Gott, ey. Boah. So. Oha, was ist das denn? Oha, neue Waffe haben wir gefunden. Was ist das denn? Pistole mit Sniper oder was? El Diablo. El Diablo. Boah, geil, Alter. Richtig geil. Chillig. Ja, und wie kommen wir jetzt in die Fabrik rein? Ist einfach die Tür öffnen, wir können da rein. Okay, Tür ist einfach offen, wir können da rein spazieren. Oha. Wag es ja nicht, die Waffe zu ziehen. Pistole weg, sofort. Ellie, tu, was die Dame sagt. Links ist doch Tommy, oder nicht? Oder? Okay. Ihr habt euch verirrt? Wir wussten nicht, dass hier jemand ist. Wir wollten hier einfach nur durch. Und wohin? Wir sind okay. Was, du kennst die beiden? Ihn kenne ich. Das ist mein verdammter Bruder. Ja, also. Tommy? Oh Mann, scheiße. Oh. Beiden Wie Brüder geht's dir, kleiner Bruder? Verdammt. Lass dich mal ansehen. Du bist scheiß alt geworden. Wart's ab, das blüht dir auch noch. Das ist Maria. Sei lieber nett zu ihr. Sie ist sowas wie die Chefin hier. Ma'am? Danke, dass mein Kopf noch dran ist.
Wäre ja auch peinlich, den eigenen Schwager abzuknallen. Oh, Schwager? Tja, irgendwann erwischt es uns eben alle, hm? Ellie, richtig? Ja. Die süße Ellie. Was führt dich her? Das ist eine lange Geschichte. Warum gehen wir nicht rein? Ja. Hunger? Ja. Und wie? Hunger. Jetzt gibt's erstmal hier gebratene Krokodilfleisch. Oder was gibt's hier zu essen, Mann? Sag mal, das ist doch kein Supermarkt hier. Die können nicht einfach zu Rewe rübergehen und dann da Putenbrust und so kaufen, Alter. Deshalb. Falscher Alarm! Es sind Freunde! Es gab Überfälle. Hier sind viele Räuber unterwegs. In letzter Zeit war es ruhig. Was machst du eigentlich hier? Ich dachte, du wärst in Jackson. Wir wollen das Kraftwerk wieder zum Laufen bringen. Es hat schon funktioniert. Aber eine Turbine ist hin. Es gab hier Strom, Joel. Gab. Wir kriegen das wieder hin. Das sind ja süße Pferde, Alter. Ich hab hier Pferde. Sogar ganz schön viele. Hey, Tommy, hilf mir mal kurz. Warte, bin gleich wieder da. Darf ich? Ja, na klar. Er mag Ohren kraulen. Kannst du denn reiten? Ja, allerdings. Wann hast du reiten gelernt? Winston, ein Soldat aus der Zone. Er hat's mir gezeigt. Weißt du, wenn du willst, reiten wir nachher ein Stück. Das wäre klasse. Wunderschön, ein Pferd, Alter. So. Hey, danke, Tommy. Ich pack dir seinen Pferdepimmel aus und dann ist vorbei, ey. Okay, weiter mit der Führung. So, die Führung. Jetzt schauen wir uns jetzt mal ein bisschen hier um. Ja? Was machst du hier? Solltest du nicht heute Morgen zurück? Ich warte auf Hauser und die anderen, die mich ablösen. Wir kommen klar, du kannst nach Hause gehen. Es sind nur noch ein paar Stunden, ich zieh das durch. Okay, dann mach's gut. Krass, wie viele Menschen hier sind und alles, ne? Also heute mal mehr so ein chilliges Let's Play hier. Wir haben unsere alten Freunde wieder getroffen, beziehungsweise unseren Bruder. Krass, ey. Irgendwas wird hier auch passieren, Freunde. Ich hab's im Gefühl. Irgendwas wird hier... Maria! Ja, was ist? Wir sind im Kontrollraum. Steve bringt gerade alles zum Laufen. Schaust du es dir an? Ich... esse lieber was mit Ellie. Ich bin sowieso dran. Ich gehe. Ich komme mit. Geh mit Maria und iss mal was. Joel? Komm, Ellie. Lassen wir die Jungs mal machen. Ich schicke Tommy rüber. Er hilft. Komm. Das ist das sechste Mal, dass sie es mit diesen Turbinen versuchen. Wir sind eine Woche hier, aber mir reicht's schon. Ich hab da was für dich. Was? Ich war letztes Jahr in Texas, zu Hause. Es war nicht mehr allzu viel da. Da pennt ja einer da oben. Aber das. Hier. Ach, ein bisschen verblasst, aber sonst noch gut. Scheiße, die Tochter. Oh nein. Oh nein. Nimm du es. Sicher? Ich meine... Sag dir, nimm es. Okay. Arme Tochter, Mann. Ich beweise für dich auf. Tommy, ich muss mit dir reden. Alleine. Ja, okay. Lass mich noch schnell nach meinen Leuten sehen. Komm mit. Der arme Typ hat vor 20 Jahren seine Tochter verloren. Das ist echt so eine harte Geschichte, ey. Ohne Spaß, Mann. Da krieg ich direkt wieder Gänsehaut, ey. Und dann hat er Ellie getroffen und das muss für ihn genau dasselbe Gefühl sein wie mit seiner Tochter. Das fühlt sich genau an wie seine Tochter, weil der war die ganze Zeit mit ihr unterwegs, behandelt sie so gut und das muss echt schlimm für ihn innerlich sein. Äußerlich lacht er, innerlich weint er. Kennt ihr diese Momente, Freunde? Vielleicht hast du gehört, wie es in der Stadt läuft. Wir sind jetzt mehr als 20 Familien. Oha. Das waren Maria und ihr Vater. Sie hatte die Idee einer unabhängigen Stadt. Wir haben Saatgut und Tiere. Weißt du noch, dass wir dachten, niemand könnte so leben? Ja, wir tun es. Was macht ihr zu eurem Schutz? Die Erwachsenen bewachen die Umgebung. Wir haben einen elektrischen Zaun, wenn das Kraftwerk wieder läuft. Aber Infizierte kommen trotzdem hin, ne? Wohin nicht? Aber so ist halt die Welt. Und vielleicht muss das nicht sein. Du klingst wie Marlene. Krass, was scheiße so zu leben, wenn da nur Infizierte sind. Na, Kleiner? Das ist Buckley. Nicht gerade ein Wachhund. Ja, braver Hund. Braver Hund. Aber er ist wie ein Freund. Süßer Hund, ey. Hey, irgendwas wird dir noch passieren, Freunde. Ein Infizierter wird eindringeln, den ersten Weißen und dann wird irgendwas passieren, Freunde. Ich hab voll die Vorausahnung. Die beiden Genies bringen das Kraftwerk zum Laufen. Wir glauben, es klappt diesmal.
Der klaut einfach die Sachen so. Hä, was geht bei euch? Ich hab nichts gesagt. Boah, geil, warte mal, Sicherheitskasten. Es geht. Klar, ich verdopple. Wir sind fast fertig. Sie müssen nur noch die Platte aufsetzen. Keine Eile. Rauchbomben verbessert. Okay, das ist gut. Krass, ey. Was machen die denn da? Die wollen das Kraftwerk zum Laufen bringen. Okay, das ist gut. Tommy ist hier. Ist hier fertig? Nur noch eine Moment. Okay, das war's. Fertig? Mach schon, rück drauf. Es geht los. Und jetzt geht der Strom wieder. Warte mal. Ja. Wir schaffen uns. Ja, der Strom geht wieder. Gemacht, Jungs. Jemand sollte Maria die gute Nachricht übermitteln. Da siehst du? Ganz schön beeindruckend. Du schuldest ihnen 2 Millionen. Okay, Joel. Reden wir. Gute Truppe seid ihr hier. Ja, sind gute Leute. Hier kriegen sie eine zweite Chance. Ist für alle noch eine Chance. Warum bist du aus Boston abgehauen? Ich erlebe jetzt Abenteuer, kleiner Bruder. Schätze, das hat wohl was mit dem Mädchen zu tun. Es hat sogar nur mit dem Mädchen zu tun. Gut. Erzähl schon. Sie ist immun. Immun wogegen? Ja, oh, ich weiß. Bitte. Aber ich habe gesehen, wie sie ohne Ende Sporen eingeatmet hat. Und nichts. Ich wollte es auch nicht glauben. Aber es ist so. Okay. Ich glaub's. Was soll sie hier? Sie muss irgendwie zu den Fireflies. So wie ich das hier einschätze. Ja. Könnt ihr sie hinbringen und kriegt dann den Lohn. Ich habe ewig kein Firefly gesehen. Aber du weißt, wo sie sind. Ich verlange nicht viel, Tommy. Einfach Ausrüstung und dann bin ich wieder weg. Warum sollte ich das für dich tun? Das ist nicht für mich, Tommy. Es geht um deine Sache. Meine Sache ist jetzt die Familie. Wir reden hier doch nicht von einem Spaziergang. Herrgott, nochmal. Soll Maria ein paar von deinen tollen Freunden dazu bringen? Die haben auch Familie. Tommy, es muss sein. Du bist dein Bruder. Du bist Ausrüstung. Klar. Aber das Mädchen werde ich dir nicht abnehmen. So dankst du mir also alles, ha? Huh? Dir danken? Für die ganzen Jahre, die ich für dich da war. Für mich. So siehst du das. Ich habe nur Albträume aus der Zeit. Tommy, nur durch mich hast du überlebt. Hat sich nicht gelohnt. Boah. Ich bringe die Heilung für die Menschheit und du spielst bockiger kleiner Bruder? Wir sind nicht zu Hause. Fass mich noch einmal an und es wird böse für dich enden. Was war das? Das ist ein Angriff. Du weißt ja noch, wie man Leute umlegt, oder? Ja. Alter, das ist der Bruder von Spasti. Räuber! Haltet sie auf! Wie, Räuber? Ach, Scheiße, ja, Freunde. Dann komm, das machen wir noch eben. Die neue Waffe ist richtig geil bestimmt, oder? Oh, fuck. Erstmal chillen. Die neue Waffe, Alter, die geht richtig ab. Guck mal. Könnt ihr sogar zielen damit. Ah! Kacke! Neue Munition. Warte mal, wie zielt man mit X, ne? Genau so. Aber braucht man eigentlich gar nicht. Bisschen unnötig, oder? Wo ist der Typ hin, Alter? Guck mal, jetzt hier mit X und dann BAM in seinen Kopf. Ah, ist nicht schlecht, die Waffe. Ist in Ordnung. So. Wo ist der Rest? Hallo? Wer ballert denn hier? Da oben. Da. Bam. Die Waffe ist echt geil, ohne Spaß, Freunde. Zum Glück haben wir die gefunden. Ah, der Inder ist auch da oben tot, ey. So. Nur schauen, wo es weitergeht. Ah, was gibt's denn hier alles, Alter? Hier gibt's ja ganz schön viel. Zack, zack, alles aufheben. Flyerfly-Anhänger haben wir gefunden. Rohrzange haben wir auch gefunden. Nehmen wir mal mit. Schauen wir uns mal, was hier so draußen noch so Schönes gibt. Schauen wir mal um. Oh. Hier geht's anscheinend nicht weiter. Oder soll ich mal runterspringen? Soll ich das bringen, Freunde? Ah, geht nicht. Schade. Ich hätte es gebracht ohne Ende. Ohne Spaß, Alter. Komm, jetzt gehen wir weiter. Ah, da. Ah.
Ist das einer von uns oder von den Gegnern? Das ist einer von uns, ne? Der hat den Bauarbeiterhelm. So. Zeigt euch. Wow. Wo kommt der denn her von hinten? Bam. Der Kopf los, dann in die Fresse, dreht sich um. Und bam, knallt den Kopf. Oh, Alter. Der Typ ist doch nicht mehr normal, ey. Der klaut dem einfach die Rohrzange in die Fresse. Ach du Scheiße. Guck mal, dicke Schlägerei. Und dann bam. Alter. Der ist doch... Los, schnell zur Brücke. Krank, der Typ. Räuber, sie kommen ins Gebäude. Kommt ihr irgendwie raus? Nein, keine Chance. Wir kommen zu euch, bleibt nur... Locker der Bruderstück. Versteck dich. Maria, oh verdammt. Oha. Wie viele kommen denn da von denen? Bam. Boah, die Waffe ist echt geil, Mann. Aber nach jedem Schuss muss man irgendwie nachladen. Der hat man nur zwei Schüsse oder so. In dein Birne, du Pisser, man. Komm auf den nächsten Netz. Zack, in deine Fresse. Oh, shit. Fuck, wir können auch neue Waffen auswählen. Wir gucken mal, was wir noch haben. Wir nehmen mal die Revolver hier. Oh, fuck, Alter. Wir laden erstmal kurz unser Leben auf. Die haben auch gute Waffen. Die sind nicht schlecht ausgerüstet, aber wir finden, wir kriegen die locker. Ganz, kein Problem. Guck jetzt. Da. Bam. Oha, von rechts. Da. Das ist ein Frankenstein. Da, Tommy. Bam. Bam, Alter. Kriegst du jetzt mal Rohrzange in deine Scheißfresse und du kriegst auch ein... Oha. Komm her. Kriegst du eine Rohrzange in deine Scheißfresse. Komm her. Bam, Alter. Hey, ganz locker da. Boah, scheiße, Alter. Ich sterbe gleich. Scheiße. Nein. Ah. Oh fuck, ja, wir sind tot, Freunde. Krass, Alter. Ja, die gingen gut ab, Freunde, Alter. Alles klar, bis gleich. So, Freunde, sind die Affen alle tot, ey. Der eine hat so einen gerade Molotow-Cocktail in der Hand. Ja, geil. Soll ich jetzt einfach durch Feuer rennen? Egal. Joel, jetzt mach schon. Ah, riesen Gegner. Der chillt da unten einfach, der Pisser. Komm, wir gehen mal runter hier. Kommt her, ihr Hunde. Boah, ich hab eine fette Axt in der Hand. Guck mal. Ey. Oh, Axt in dem... Oh mein Gott, Alter. Krank, der Typ. Komm her. Bam. Kriegst du die nächste Axt in deine Fresse. Oh. Oh, shit. Oh, shit. That's very brutal. Muss man ehrlich sagen, oder? Da ist nur einer drin. Einfach Axt wieder in die Fresse. Ey, die Axt ist so krass, ne? Ohne Spaß. Krass. Beste Waffe bisher, die wir so als Handfeuerwaffe nehmen konnten. War das nicht der Henry, Alter? Sah aus wie Henry. Fuck, Mann. Kacke, wir haben keine Munition. Und da hinten ist so ein Typ. Wir kriegen mal Ziegelsteine, oder? Sollen wir mal einen Ziegelstein werfen? Oder Molotow-Cocktail, komm. Guck jetzt. Bam. Ah, die brennen, die Pisser. Und du da hinten müsst jetzt auch brennen. Ah, der ist schon tot, scheiße. Boah, der ist perfekt getroffen. Tommy? Maria! Alles okay? Oh. Die Kleine ist hier. Und ich habe einfach da einen Molotow-Cocktail reingeworfen. Bist du okay? Ja, ja, alles klar, alles klar. Joel, oh Mann, sie kam aus allen Richtungen und Maria schrie, wir müssen weg. Und dann sind wir über die Tische und der Riese schießt mit der Schrotflinte. Ganz ruhig, ganz ruhig, hör zu. Hey, hey, bist du verletzt? Nein. Gott verdammt. Mann, 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 ey. Ich muss mit dir reden. Das seine. Vergiss es einfach. Der soll sich jemand anders suchen. Maria, ich kann das einfach nicht ablehnen. Ist dir klar, wie viele Männer wir verloren haben? Worüber sprechen die denn? Hat es was mit mir zu tun? Wir reden später darüber. Weißt du schon, wo das Labor ist? Wir reden darüber später. Später. Später mit Peter! Toll. Ein Fehler und ich gehöre zu diesen Witwen, okay? Ich muss das tun. Ich weiß nicht, was ich sonst sagen soll. Gut. Maria. Maria! Jetzt geht's los. Du. Wenn irgendwas schief geht, bist du schuld. Ja. Wir nehmen die ganze Verantwortung auf uns. Sie ist dankbar, weißt du? Ja, ich weiß. Ich bringe dein Mädchen zu den Fireflies.
Brauchst dir keine Sorgen machen. Und er? Es ist das Beste. Und was soll er machen? Vielleicht kommt ja was Gutes dabei raus. Ich rede erst mit Ellie. Ja, was soll er machen? Ich verstehe nichts. Joel! Was ist denn? Dein kleines Mädchen. Sie ist mit einem unserer Pferde abgehauen. Verdammt, was? Wo lang? Komm mit. Als ob. Die Ellie ist abgehauen? Ich hab sie gerade wegreiten sehen. Geh wieder rein. Hilf den anderen da aufzuräumen. Ist sie bescheuert? Okay. Sei vorsichtig. Ja, ruhig, ruhig. Da. Ja, Freunde, dann würde ich sagen, war's an dieser Stelle auch hier vom 14. Last of Us Let's Play. Nochmal auf jeden Fall ein spannendes Ende hier. Bleibt auf jeden Fall dran. Übermorgen oder in 3 Tagen geht's auf jeden Fall weiter mit dem nächsten Let's Play. Ellie ist verschwunden mit dem Pferd. Und er wird mal gespannt, wo die jetzt abgehauen ist, Alter. Das kann doch nicht sein. Warum macht die sowas? Und ja, ich würde mich auf jeden Fall wieder bei 2000 Likes freuen. Das nächste Let's Play wird hoffentlich das 1-Stunden-Let's Play. Wenn nicht, wird es das darauf das nächste. Keine Sorge, Freunde. Euer Öni ist raus. Zieht heute schön fleißig Packs. Also es gibt so geile Spieler zu sehen. Ronaldo, Messi, dann noch Robin. Also, und wenn ihr noch Münzen braucht, könnt ihr, wie gesagt, gerne bei unserem Sponsor unten in der Beschreibung vorbeischauen. Und ja, euer Öni ist raus. Macht's gut. Haut rein und ciao.